Ein Wehrgang hoch über den Häusern einer alten Stadt. Vor fast 500 Jahren wurden diese Mauern gebaut. Zur selben Zeit, als ein Mann in Deutschland auftrat und unglaubliche Thesen verkündete. Gedanken, die das Weltbild des Mittelalters von Grund auf veränderten. Er nennt mich einen Ketzer! Er droht mir die Todesstrafe an! Sind Sie Dr. Martin Luther? Revoka! Ich bin errufe nicht! Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Matthäus 10. Matthäus 26! Vielleicht wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, hätte nicht jener Gewittersturm im Jahr 1505 einen jungen Mann so sehr in Todesangst versetzt, dass er einen Schwur tat. Komme ich mit dem Leben davon, gelobte Martin Luther in dieser Nacht, will ich ins Kloster gehen. Hilf du! Heilige Anna! Ich will ein Mönch werden! Der Dominikanermönch Tetzel zieht durch Deutschland und verspricht den Gläubigen das ewige Paradies. Vorausgesetzt, sie können es auch bezahlen. Hier, seht, das ist ein Ablassbrief. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass sie nicht erlassen werden könnte. Das ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Selbst wenn Petrus hier stünde, er könnte nicht mehr Gnade spenden. Wozu braucht die Kirche das Geld aus dem Ablasshandel? Bischöfe, Äbte, Prälaten, oftmals Prinzen und Adelige, die sich die kirchliche Würde erkauft haben, gebärden sich wie weltliche Lebemänner. Im Namen der Kirche halten sie Hof, lieben den Prunk und die Verschwendung, vergnügen sich mit ihren Konkubinen und überweisen ungeheure Summen nach Rom, wo Papst Leo einen ehrgeizigen Plan gefasst hat, den größten und teuersten Palast der Weltgeschichte zu vollenden, den Petersdom. Was hätte unser Herr Jesus gesagt, wenn zu ihm einer mit der Frage gekommen wäre, Herr, sage mir, wie viel Geld die Vergebung der Sünden kostet? Jeder von euch kennt seine Antwort. Es gibt keinen Geldbeutel, der so groß ist, dass er Gottes Gnade herbeizwingt. Silber und Gold sind vor Gott gar nichts. Wer nur damit zu Gott kommt, kommt mit leeren Händen. Wir können uns von unseren Sünden nicht freikaufen. Lasst euch nicht verwirren und nicht verführen. Seid nüchtern und wach. Es kommt nur auf eines an. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Luther, inzwischen Philosophieprofessor in Wittenberg in Sachsen, verkündet öffentlich seine Thesen gegen den Ablasshandel. Dabei spricht er nur aus, was viele längst denken. Und fordert damit die älteste Macht des Abendlandes heraus. Wenn du sagst, über allem steht die Heilige Schrift, heißt das nicht auch, man muss die Bibel unters Volk bringen, damit sie jedermann versteht? Der Knecht, der Wirt, der Viehhändler, der Schuster? Was auch heißt, der Mensch bedarf nicht mehr der Unterweisung durch die Kirche. Er findet von allein den rechten Weg. Er steht vor Gott ohne die Vermittlung und die Hilfe der Heiligen und die Fürbitten der Jungfrau? Er gehorcht nur noch Gottes Wort und seinem Gewissen? Heißt das nicht auch, du überlässt die Menschen sich selber? Ja. Das kannst du doch nicht wollen. Warum nicht? Wie? Wär's so schlimm. Wie viele sind dem gewachsen, Bruder Martin? Es wären mehr, wenn ich die Kirche viele am Wachsen hindern würde. Warum soll die Freiheit einen Christen überfordern? Er ist für sie und sie für ihn gemacht. Hochmütig und verstockt. Du wirst es bereuen. Warum drohen Sie mir? Warum machen Sie sich nicht die Mühe, mich zu überzeugen?
Revoker! Ich widerrufe nicht! Der folgenden Wort aus der Apostelgeschichte. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn der Papst sich weigert, Christi Geburt zu gehorchen, ist er kein Christ. Wenn er glaubt, sein Wort stünde über Christi Wort, ist er der Antichrist. Man darf vor den großen Hansen keine Furcht haben. Sollen sie meine Schriften verbannen und ins Feuer werfen, was sie können, kann ich auch. Schaut her! Schaut, was ich mitgebracht habe! Das ist die Bulle, mit der mir der Papst den Bann androht. Und hier die Gesetzbücher des Papstes, wie es im Buch der Richter geschrieben steht. Wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es auch mit ihnen gemacht. Der Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. erwartet den Ketzer Martin Luther, den der Papst soeben exkommuniziert hat. Luthers Leben steht auf dem Spiel, doch er hält an seiner Überzeugung fest. Du willst also nicht widerrufen? Si, Luther. Si, Somerset. Der Kaiser befiehlt es dir. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch! Kommen Sie. Wenige Tage später wird Luther verhaftet von den Soldaten des sächsischen Kurfürsten. Doch es ist eine Finte. Der Kurfürst, seiner Pflichten gegenüber Papst und Kaiser längst überdrüssig, will Luther vor Karls Häschern retten und versteckt ihn auf der Wartburg im Thüringer Wald. Die Wartburg, auf einem Bergfelsen gelegen und schon zu Luthers Zeit fast ein halbes Jahrtausend alt, war ein gutes Versteck und zugleich eine harte Strafe. Ich würde lieber auf glühenden Kohlen verbrennen, als hier verfaulen, schreibt Luther. Ich wäre am liebsten in der Schlacht. Doch seine Freunde raten ihm, sich wenigstens ein Jahr verborgen zu halten. Luther legt die Mönchskutte ab, lässt sich einen Bart wachsen und nennt sich Junker Jörg. Er wird von Schlaflosigkeit geplagt und immer wieder von Zweifeln und Halluzinationen bedrängt. Fast 10 Monate wohnt er in dieser Kammer und während ihn alle Welt für tot hält, macht er sich an sein Lebenswerk, die Übersetzung des Neuen Testaments. Das Wort Gottes auf Deutsch zu lesen, statt auf Hebräisch, Griechisch oder Latein, das sollte die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Die Bibel wird zum Fundament der deutschen Sprache und Literatur. Nur einmal in dieser Zeit verlässt Luther die Wartburg und geht verkleidet nach Wittenberg, um den religiösen Eifer seiner Anhänger zu dämpfen. Doch dann muss er mit ansehen, wie die Flamme der Wahrheit, die er entzündet hat, um sich greift. Religiöse Fanatiker stürmen die Kirchen und entzweien die Gemeinschaft der Gläubigen. Dass wir auch unsere Kirchen befreien, dass wir aus ihnen würdige Gotteshäuser machen, ohne goldene Trödelkram und ohne Flitter und ohne alles weltliche Brimborium. Die Messbücher zerreißen wir! Dir gefällt oder nicht, Luther, du wirst uns nicht abhalten, die Welt zu verändern. Das ist gewiss notwendig. Aber du bist auf dem falschen Weg, Münzer. Der Glaube verändert den Menschen. Und der veränderte Mensch verändert die Welt. Wir müssen Gottes Wort lehren, geduldig und mit Liebe. Wenn wir dabei müde werden, Münzer, helfen auch 1000 Aufstände nichts. Ihr schneidet euch mit dem eigenen Messer. Die Steine, die ihr nach oben schleudert, werden euch auf den Kopf fallen. Dr. Angsthaus! Dr. Mastschwein! Dr. Rosen! Die
Gottlosen haben kein Recht zu leben. Was? Was? Wer guten Weizen ernten will, muss das Unkraut ausraufen. Alle Menschen sind gleich, nur Gott und dem Glauben verpflichtet, hatte Luther gepredigt und sich dabei auf die Bibel berufen. Doch die geknechteten Bauern verstehen es anders. Sie bewaffnen sich mit Knüppeln und Sensen und ziehen in wilden Horden gegen Kirchen, Klöster und Schlösser. Zu Zehntausenden werden sie erschlagen oder hingerichtet. Man wird sich im Namen Jesu Christi abschlachten. Alle werden sagen, daran bin ich schuld. Zuerst und vor allem ich. Mein Gott, mein Gott. Ich hatte gehofft, dass der Glaube alle zu Brüdern macht. Aber ich habe mich getäuscht. Die Menschen taten nicht mit. Alle Hoffnung, dass das Evangelium, das sie nun in Händen haben, sie ändern würde, war umsonst. Ich habe die Macht des Wortes überschätzt. Ich wollte Kindern, die kaum laufen können, das Fliegen lernen. Deine Mitarbeiter kommen. Soll ich sie wegschicken? Nein. Herein. Mit 42 Jahren gründet Luther einen Hausstand und nimmt Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne, zur Frau. Herr Doktor. Ich muss jetzt gehen und Pachtgeld bezahlen. Die Reformation kann sich behaupten, doch häufig kommt es zu Rivalitäten zwischen ihren Anhängern, zu Streit und Selbstzweifeln. Der Teufel wirft mir vor, es sei viel Böses aus meiner Lehre entstanden, schreibt Luther. Er beklagt, dass es immer mehr Sekten und Parteien gibt und kann doch nicht ahnen, in welchem Ausmaß Europa von Religionskämpfen verwüstet werden wird. Erst 100 Jahre später, im Dreißigjährigen Krieg, werden sie ihren Höhepunkt und ihr schreckliches Ende finden. Sollen sie meine Schriften verbannen und ins Feuer werfen? Was sie können, kann ich auch. Schaut her! Schaut, was ich mitgebracht habe. Das ist die Bulle, mit der mir der Papst den Bann androht. Und hier die Gesetzbücher des Papstes. Wie es im Buch der Richter geschrieben steht. Wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es auch mit ihnen gemacht. Der Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. erwartet den Ketzer Martin Luther, den der Papst soeben exkommuniziert hat. Luthers Leben steht auf dem Spiel, doch er hält an seiner Überzeugung fest. Du willst also nicht widerrufen? Sì, Luther. Sì, Sommerse. Der Kaiser befiehlt es dir. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch!
Kommen Sie. Wenige Tage später wird Luther verhaftet von den Soldaten des sächsischen Kurfürsten. Doch es ist eine Finte. Der Kurfürst, seiner Pflichten gegenüber Papst und Kaiser längst überdrüssig, will Luther vor Karls Häschern retten und versteckt ihn auf der Wartburg im Thüringer Wald. Die Wartburg, auf einem Bergfelsen gelegen und schon zu Luthers Zeit fast ein halbes Jahrtausend alt, war ein gutes Versteck und zugleich eine harte Strafe. Ich würde lieber auf glühenden Kohlen verbrennen, als hier verfaulen, schreibt Luther. Ich wäre am liebsten in der Schlacht. Doch seine Freunde raten ihm, sich wenigstens ein Jahr verborgen zu halten. Luther legt die Mönchskutte ab, lässt sich einen Bart wachsen und nennt sich Junker Jörg. Er wird von Schlaflosigkeit geplagt und immer wieder von Zweifeln und Halluzinationen bedrängt. Fast 10 Monate wohnt er in dieser Kammer. Und während ihn alle Welt für tot hält, macht er sich an sein Lebenswerk, die Übersetzung des Neuen Testaments. Das Wort Gottes auf Deutsch zu lesen, statt auf Hebräisch, Griechisch oder Latein, das sollte die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Die Bibel wird zum Fundament der deutschen Sprache und Literatur. Nur einmal in dieser Zeit verlässt Luther die Wartburg und geht verkleidet nach Wittenberg, um den religiösen Eifer seiner Anhänger zu dämpfen. Doch dann muss er mit ansehen, wie die Flamme der Wahrheit, die er... Unterweisung durch die Kirche. Er findet von allein den rechten Weg. Er steht vor Gott ohne die Vermittlung und die Hilfe der Heiligen und die Fürbitten der Jungfrau. Er gehorcht nur noch Gottes Wort und seinem Gewissen. Heißt das nicht auch, du überlässt die Menschen sich selber? Ja. Das kannst du doch nicht wollen. Warum nicht? Wie? Wär's so schlimm. Wie viele sind dem gewachsen, Bruder Martin? Es wären mehr, wenn ich die Kirche viele am Wachsen hindern würde. Warum soll die Freiheit einen Christen überfordern? Er ist für sie und sie für ihn gemacht. Hochmütig und verstockt. Du wirst's bereuen. Warum drohen sie mir? Warum machen Sie sich nicht die Mühe, mich zu überzeugen? Revoka! Ich widerrufe nicht! Der Folge dem Wort aus der Apostelgeschichte. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn der Papst sich weigert, Christi Geburt zu gehorchen, ist er kein Christ. Wenn er glaubt, sein Wort stünde über Christi Wort, ist er der Antichrist. Man darf vor den großen Hansen keine Furcht haben. Sollen sie meine Schriften verbannen und ins Feuer werfen, was sie können, kann ich auch. Schaut her! Schaut, was ich mitgebracht habe. Das ist die Bulle, mit der mir der Papst den Bann androht. Und hier die Gesetzbücher des Papstes. Wie es im Buch der Richter geschrieben steht. Wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es auch mit ihnen gemacht. Der Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. erwartet den Ketzer Martin Luther, den der Papst soeben exkommuniziert hat. Luthers Leben steht auf dem Spiel, doch er hält an seiner Überzeugung fest. Du willst also nicht widerrufen? Sì, Luther. Sì, Sommerse. Der Kaiser befiehlt es dir. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch! Kommen Sie. Wenige Tage später wird Luther verhaftet. Von den Soldaten, als ein Mann in Deutschland auftrat und unglaubliche Thesen verkündete. Gedanken, die das Weltbild des Mittelalters von Grund auf veränderten. Er nennt mich einen Ketzer. Er droht mir die Todesstrafe an. Sind Sie Dr. Martin Luther? Revoka! Ich widerrufe nicht! Ich bin
nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, Matthäus 10. Matthäus 26! Vielleicht wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, hätte nicht jener Gewittersturm im Jahr 1505 einen jungen Mann so sehr in Todesangst versetzt, dass er einen Schwur tat. Komme ich mit dem Leben davon, gelobte Martin Luther in dieser Nacht, will ich ins Kloster gehen. Hilf du! Heilige Anna! Ich will ein Mönch werden! Der Dominikanermönch Tetzel zieht durch Deutschland und verspricht den Gläubigen das ewige Paradies. Vorausgesetzt, sie können es auch bezahlen. Hier, seht, das ist ein Ablassbrief. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass sie nicht erlassen werden könnte. Das ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Selbst wenn Petrus hier stünde, er könnte nicht mehr Gnade spenden. Wozu braucht die Kirche das Geld aus dem Ablasshandel? Bischöfe, Äbte, Prälaten, oftmals Prinzen und Adelige, die sich die kirchliche Würde erkauft haben, gebärden sich wie weltliche Lebemänner. Im Namen der Kirche halten sie Hof, lieben den Prunk und die Verschwendung, vergnügen sich mit ihren Konkubinen und überweisen ungeheure Summen nach Rom, wo Papst Leo einen ehrgeizigen Plan gefasst hat, den größten und teuersten Palast der Weltgeschichte zu vollenden, den Petersdom. Was hätte unser Herr Jesus gesagt, wenn zu ihm einer mit der Frage gekommen wäre, Herr, sage mir, wie viel Geld die Vergebung der Sünden kostet? Jeder von euch kennt seine Antwort. Es gibt keinen Geldbeutel, der so groß ist, dass er Gottes Gnade herbeizwingt. Silber und Gold sind vor Gott gar nichts. Wer nur damit zu Gott kommt, kommt mit leeren Händen. Wir können uns von unseren Sünden nicht freikaufen. Der Kurfürst, seiner Pflichten gegenüber Papst und Kaiser längst überdrüssig, will Luther vor Karls Häschern retten und versteckt ihn auf der Wartburg im Thüringer Wald. Die Wartburg, auf einem Bergfelsen gelegen und schon zu Luthers Zeit fast ein halbes Jahrtausend alt, war ein gutes Versteck und zugleich eine harte Strafe. Ich würde lieber auf glühenden Kohlen verbrennen, als hier verfaulen, schreibt Luther. Ich wäre am liebsten in der Schlacht. Doch seine Freunde raten ihm, sich wenigstens ein Jahr verborgen zu halten. Luther legt die Mönchskutte ab, lässt sich einen Bart wachsen und nennt sich Junker Jörg. Er wird von Schlaflosigkeit geplagt und immer wieder von Zweifeln und Halluzinationen bedrängt. Fast 10 Monate wohnt er in dieser Kammer. Und während ihn alle Welt für tot hält, macht er sich an sein Lebenswerk, die Übersetzung des Neuen Testaments. Das Wort Gottes auf Deutsch zu lesen, statt auf Hebräisch, Griechisch oder Latein, das sollte die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Die Bibel wird zum Fundament der deutschen Sprache und Literatur. Nur einmal in dieser Zeit verlässt Luther die Wartburg und geht verkleidet nach Wittenberg, um den religiösen Eifer seiner Anhänger zu dämpfen. Doch dann muss er mit ansehen, wie die Flamme der Wahrheit, die er entzündet hat, um sich greift. Religiöse Fanatiker stürmen die Kirchen und entzweien die Gemeinschaft der Gläubigen. Dass wir auch unsere Kirchen befreien, dass wir aus ihnen würdige Gotteshäuser machen, ohne goldene Trödelkram und ohne Flitter und ohne alles weltliche Brimborium. Die Messbücher verreißen wir! Dir gefällt oder nicht, Luther, du wirst uns nicht abhalten, die Welt zu verändern. Das ist gewiss notwendig.
Aber du bist auf dem falschen Weg, Münzer. Der Glaube verändert den Menschen. Und der veränderte Mensch verändert die Welt. Wir müssen Gottes Wort lehren, geduldig und mit Liebe. Wenn wir dabei müde werden, Münzer, helfen auch 1000 Aufstände nichts. Ihr schneidet euch mit dem eigenen Messer. Die Steine, die ihr nach oben schleudert, werden euch auf den Kopf fallen. Dr. Angsthorst! Dr. Mastschwein! Gottlosen! Die Gottlosen haben kein Recht zu leben! Was? Was? Wer guten Weizen ernten will, muss das Unkraut ausrotten. Wie der mit der Papst den Bannern droht. Und hier die Gesetzbücher des Papstes. Wie es im Buch der Richter geschrieben steht. Wie sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es auch mit ihnen gemacht. Der Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. erwartet den Ketzer Martin Luther, den der Papst soeben exkommuniziert hat. Luthers Leben steht auf dem Spiel, doch er hält an seiner Überzeugung fest. Du willst also nicht widerrufen? Sì, Luther. Sì, Sommerse. Der Kaiser befiehlt es dir. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch! Kommen Sie. Wenige Tage später wird Luther verhaftet von den Soldaten des sächsischen Kurfürsten. Doch es ist eine Finte. Der Kurfürst, seiner Pflichten gegenüber Papst und Kaiser längst überdrüssig, will Luther vor Karls Häschern retten und versteckt ihn auf der Wartburg im Thüringer Wald. Die Wartburg, auf einem Bergfelsen gelegen und schon zu Luthers Zeit fast ein halbes Jahrtausend alt, war ein gutes Versteck und zugleich eine harte Strafe. Ich würde lieber auf glühenden Kohlen verbrennen, als hier verfaulen, schreibt Luther. Ich wäre am liebsten in der Schlacht. Doch seine Freunde raten ihm, sich wenigstens ein Jahr verborgen zu halten. Luther legt die Mönchskutte ab, lässt sich einen Bart wachsen und nennt sich Junker Jörg. Er wird von Schlaflosigkeit geplagt und immer wieder von Zweifeln und Halluzinationen bedrängt. Fast 10 Monate wohnt er in dieser Kammer. Und während ihn alle Welt für tot hält, macht er sich an sein Lebenswerk, die Übersetzung des Neuen Testaments. Das Wort Gottes auf Deutsch zu lesen, statt auf Hebräisch, Griechisch oder Latein, das sollte die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Die Bibel wird zum Fundament der deutschen Sprache und Literatur. Nur einmal in dieser Zeit verlässt Luther die Wartburg und geht verkleidet nach Wittenberg, um den religiösen Eifer seiner Anhänger zu dämpfen. Doch dann muss er mit ansehen, wie die Flamme der Wahrheit, die er entzündet hat, um sich greift. Religiöse Fanatiker stürmen die Kirchen und entzweien die Gemeinschaft der Gläubigen. Dass wir auch unsere Kirchen befreien, dass wir aus ihnen würdige Gotteshäuser machen, ohne goldene Türme. Furcht haben. Sollen sie meine Schriften verbannen und ins Feuer werfen? Was sie können, kann ich auch. Schaut her! Schaut, was ich mitgebracht habe. Das ist die Bulle, mit der mir der Papst den Bannern droht. Und hier die Gesetzbücher des Papstes. Wie es im Buch der Richter geschrieben steht. Wie sie es mit mir gemacht haben,
So habe ich es auch mit Ihnen gemacht. Der Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. erwartet den Ketzer Martin Luther, den der Papst soeben exkommuniziert hat. Luthers Leben steht auf dem Spiel, doch er hält an seiner Überzeugung fest. Du willst also nicht widerrufen? Sieh Luther. Sieh, Sommerse. Der Kaiser befiehlt es dir. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch! Kommen Sie. Wenige Tage später wird Luther verhaftet von den Soldaten des sächsischen Kurfürsten. Doch es ist eine Finte. Der Kurfürst, seiner Pflichten gegenüber Papst und Kaiser längst überdrüssig, will Luther vor Karls Häschern retten und versteckt ihn auf der Wartburg im Thüringer Wald. Die Wartburg, auf einem Bergfelsen gelegen und schon zu Luthers Zeit fast ein halbes Jahrtausend alt, war ein gutes Versteck und zugleich eine harte Strafe. Ich würde lieber... Die Gesetzbücher des Papstes! Wie es im Buch der Richter geschrieben steht! Wie Sie es mit mir gemacht haben, so habe ich es auch mit Ihnen gemacht. Der Reichstag zu Worms. Kaiser Karl V. erwartet den Ketzer Martin Luther, den der Papst soeben exkommuniziert hat. Luthers Leben steht auf dem Spiel, doch er hält an seiner Überzeugung fest. Du willst also nicht widerrufen? Sieh, Luther. Sieh, Sommerse. Der Kaiser befiehlt es dir. Ich kann dem Kaiser nicht gehorchen, denn es ist schlecht, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helf mir. Amen. Ich bin hindurch. Ich bin hindurch! Kommen Sie. Wenige Tage später wird Luther verhaftet von den Soldaten des sächsischen Kurfürsten. Doch es ist eine Finte. Der Kurfürst, seiner Pflichten gegenüber Papst und Kaiser längst überdrüssig, will Luther vor Karls Häschern retten und versteckt ihn auf der Wartburg im Thüringer Wald. Die Wartburg, auf einem Bergfelsen gelegen und schon zu Luthers Zeit fast ein halbes Jahrtausend alt, war ein gutes Versteck und zugleich eine harte Strafe. Ich würde lieber auf glühenden Kohlen verbrennen, als hier verfaulen, schreibt Luther. Ich wäre am liebsten in der Schlacht. Doch seine Freunde raten ihm, sich wenigstens ein Jahr verborgen zu halten. Luther legt die Mönchskutte ab, lässt sich einen Bart wachsen und nennt sich Junker Jörg. Er wird von Schlaflosigkeit geplagt und immer wieder von Zweifeln und Halluzinationen bedrängt. Fast 10 Monate wohnt er in dieser Kammer. Und während ihn alle Welt für tot hält, macht er sich an sein Lebenswerk, die Übersetzung des Neuen Testaments. Das Wort Gottes auf Deutsch zu lesen, statt auf Hebräisch, Griechisch oder Latein, das sollte die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern. Die Bibel wird zum Fundament der deutschen Sprache und Literatur. Nur einmal in dieser Zeit verlässt Luther die Wartburg und geht verkleidet nach Wittenberg, um den religiösen Eifer seiner Anhänger zu dämpfen. Doch dann muss er mit ansehen, wie die Flamme der Wahrheit, die er entzündet hat, um sich greift. Religiöse Fanatiker stürmen die Kirchen und entzweien die Gemeinschaft der Gläubigen. Dass wir auch unsere Kirchen befreien, dass wir aus ihnen würdige Gotteshäuser machen, ohne goldene Trödelkram und ohne Flitter. Wozu braucht die Kirche das Geld aus dem Ablasshandel? Bischöfe, Äbte, Prälaten, oftmals Prinzen und Adelige, die sich die kirchliche Würde erkauft haben, gebärden sich wie weltliche Lebemänner. Im Namen der Kirche halten sie Hof, lieben den Prunk und die Verschwendung, vergnügen sich mit ihren Konkubinen und überweisen ungeheure Summen nach Rom.
wo Papst Leo einen ehrgeizigen Plan gefasst hat. Den größten und teuersten Palast der Weltgeschichte zu vollenden, den Petersdom. Was hätte unser Herr Jesus gesagt, wenn zu ihm einer mit der Frage gekommen wäre, Herr, sage mir, wie viel Geld die Vergebung der Sünden kostet? Jeder von euch kennt seine Antwort. Es gibt keinen Geldbeutel, der so groß ist, dass er Gottes Gnade herbeizwingt. Silber und Gold sind vor Gott gar nichts. Wer nur damit zu Gott kommt, kommt mit leeren Händen. Wir können uns von unseren Sünden nicht freikaufen. Lasst euch nicht verwirren und nicht verführen. Was ist Seid denn nüchtern und wach. Was? Es kommt nur auf eines an. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Luther, inzwischen Philosophieprofessor in Wittenberg in Sachsen, verkündet öffentlich seine Thesen gegen den Ablasshandel. Dabei spricht er nur aus, was viele längst denken, und fordert damit die älteste Macht des Abendlandes heraus. Wenn du sagst, über allem steht die Heilige Schrift, heißt das nicht auch, man muss die Bibel unters Volk bringen, damit sie jedermann versteht? Der Knecht, der Wirt, der Viehhändler, der Schuster? Was auch heißt, der Mensch bedarf nicht mehr der Unterweisung durch die Kirche. Er findet von allein den rechten Weg. Er steht vor Gott ohne die Vermittlung und die Hilfe der Heiligen und die Fürbitten der Jungfrau. Er gehorcht nur noch Gottes Wort und seinem Gewissen. Heißt das nicht auch, du überlässt die Menschen sich selber? Ja. Das kannst du doch nicht wollen. Warum nicht? Wie? Wär's so schlimm. Wie viele sind dem gewachsen, Bruder Martin? Es wären mehr, wenn ich die Kirche viele am Wachsen hindern würde. Warum soll die Freiheit einen Christen überfordern? Er ist für sie und sie für ihn gemacht. Hochmütig und verstockt. Du wirst es bereuen. Warum drohen Sie mir? Warum machen Sie sich nicht die Mühe, mich zu überzeugen? Revoka! Ich widerrufe nicht!